Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Wir waren im letzten Part dabei stehen geblieben, als dieser kompetente Herr uns darauf hingewiesen hat, dass wir relativ inkompetent sind. Und nun ja, wir haben also den unterentwickelten menschlichen Drang, uns mit ihm zu vergleichen. Er hat uns ein Angebot erstellt dafür, drei Missionen, bla. Aus irgendeinem Grund befindest du dich plötzlich mit einem Blade namens HB im Wettstreit. Wie hat er gesagt, heißt er Hermann Dings, bla. Wir nehmen an. Also, Pathfinder-Mission. Installiere eine Datensonde in Primordia. Zusammenfassung. Installiere eine Datensonde in der Steppe nordöstlich des krasses Primordia. Wo auch immer das sein soll. Ja, annehmen. Verdiene über das Frontier Nav 3000 Credits auf einen Schlag. Wie auch immer das gehen soll. Erziele Geldgewinne mittels einer Forschungssonde. Okay. Überbringe eine Miranium-Lieferung an Taula. Gib Taula an der Straße der Divisionen im Verwaltungsbezirk 900 Einheiten Miranium. Irgendwann abgeschlossen hast. Ja, ich dachte, wir machen die beide. Alles klar. Daten, installiere eine Datensonde in Primordia, direkt abgeschlossen. Sehr schön. Ey! Okay, next. Missionsdiagramm. Miranium, Waypoint. Kugelflitz. Los, 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 los. Da vorne steht Taula. Hallo, Taula. Der bereitwillig auf meinen Abruf nachgekommen ist? Joa. 901 Miranium. Aushändigen. Natürlich. Ich werfe immer gern mit meinem Geld um mich. Ja, gewaltigen Mangel an Ressourcen. Ja, verbindlichen Dank. Ich weiß, ich tue das nicht für dich. Mission abgeschlossen. Okay. Die letzte Mission stelle ich mir allerdings. Also, erziele Geld, gewinne mittels einer Forschungssonde. Verdiene über das Frontier Nav 3000 Credits auf einen Schlag. Kann ich das? Aha, Moment. Ich meine, okay, das ist ein. Ja. Was heißt denn? Ich habe keine Forschungssonden momentan. Das ist doch behindert. Was soll ich denn das tun? Ist das viel? Checken wir mal Primordia. Okay. Hier haben wir eine Forschungssonde. Und wie wäre es, wenn wir diese Sonden hier, die an meiner Forschungssonde dranhängen, ändern. Auf Forschungssonden. Damit sie einen Uplink machen. Das ist eine Verstärkersonde. Installationskosten habe ich ja auch noch. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur Geld ausgeschmissen. Okay. Okay. Moment. Diese Sonde hier. Ah, okay, Moment, Moment, Moment. In den Gebieten gibt es verschiedene Ränge. Förderleistung A, Einnahmen D, Kampfunterstützung B, Aussichts- oder Geheimpunkte gar keine. Das heißt, ich werde jetzt das Ding wieder auf Fördersonden ändern. Förderleistung C, Einnahmen E, Kampfunterstützung B,
Fördersonde ebenfalls bestätigen, damit diese Sonden einen Ablenk haben. Und das hier wirst wieder Förderleistung A. Das heißt, ich sollte dort eine Fördersonde hinsetzen. Dreierkette aktiv. Schön. Ich hoffe, ihr seht es, wenn ich es reinhalte. Jo, Dreierkette aktiv. So, diese Forschungssonde hier. Kampfunterstützung A. Förderleistung wäre auch A, aber Aussichts- und Geheimpunkte 1 von 1. Seltene Ressourcen, aber keine. Ich werde versuchen, die Forschungssonde Typ 2 darauf zu bauen. Abgesehen davon würde ich jetzt nicht wissen, was ich großartig tun soll. Ich soll auf einen Schlag 3000 Credits verdienen. Das irritiert mich halt. Ergo bräuchte ich irgendwo ein Gebiet, denke ich. Mit ordentlicher Aussicht und so'm Scheiß. Und da sollte ich dann eine Forschungssonde hinklatschen, wenn ich das richtig sehe. Auf dem Knotenpunkt, wo wir in der letzten Folge waren, für Kirsty, haben wir zum Beispiel einen Aussichtspunkt, was ich allerdings gerade eben mal machen werde. Moment bitte. Ist mein wunderschönes Gamepad mit Strom versorgen. Und Krach machen. Und meinen Stift verlieren. Doof jetzt? Ah. Okay. Lass mich mal nachdenken. Wie mache ich denn das jetzt? Und hier in der Nähe sind die Aussichtspunkte, oder? Glaube ich auch. Was ist denn das hier? Details. Schatz, Objekt, Fahrzeugtrümmer, Spezialwissenmechanik 1. Gibt es. Okay, hier gibt es einigen Scheiß, der einfach noch nicht komplett erkundet ist. Es gibt sogar mitten in Primordia, wie ich gerade sehe, gibt es Harmoniemissionen, die ich annehmen könnte. Ich schätze, ich werde einfach Forschungssonden installieren. Was bleibt mir anderes übrig? Missionen. Erziele Geldgewinne mittels einer Forschungssonde. Dann sollte ich die halt auch installieren. Das heißt, ich werde mich jetzt in diese Richtung hier aufmachen, um eine Forschungssonde zu installieren. Beziehungsweise erstmal insgesamt. Aha, da hinten möchte ich eine neue Sonde installieren. Wenn dieses Gemüse mich bitte mal in Ruhe lassen könnte. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Hau ab jetzt! Widerliches Stück. Kein Knockdown? Gut, wie du willst. Direkt der nächste. Wer war das denn? Ich hasse Ads. Okay. Ich glaube, nach dem Kampf sollte ich vielleicht mal, wie ich den Angriff einbringe, weiß ich sowieso noch nie selber. Resistent. Gib mir mal Agro hier. Blödes Mistvieh. Wie wär's denn, wenn ich mal gucke, was das für eine kranke neue Fähigkeit ist, ja? Nein, nicht unter Missionen. Ach, ich bin doch doof gerade. Team. Techniken. Damon. Okay. Waffentechnik. In Nahkampfketten Zusatzschaden.
verursacht in Nahkampfketten 100% mehr Schaden. Was ist eine... 25 SP pro Treffer. Gut. Ich kann den ja mal aufwerten. Ich habe insgesamt ein paar schöne Technikaufwertungen. Ist die Konterklinge? Nein, braucht viel. Wuchthammer braucht ebenfalls viel. Braucht viel. Abtauchen benutze ich kaum. Weißglut. Läuft. Was ist mit den Ladies? Killermaschine? Spezialtechniken, Nahkampftreffer, Nahkampfstärke, Potenzial. Oh. Könnte man mal benutzen. Superschild. Könnte man ebenfalls mal benutzen, ja. Okay. Cool. Also flitschen wir mal weiter in Richtung potenzielle Sonde. Dort hinten. Komme ich da jetzt am besten hin? Komme ich da hochgesprungen? Ich bekomme das doch hin, da hochzuspringen, oder? Wir sind doch ein wunderbarer Springer. Moment. Fuck nein, es ist zu hoch. Fuck nein, es ist zu hoch. Dann halt außen rum. Aber wenigstens sehe ich den Lichtstrahl ja schon, also, yep. Diese blöden Viecher gehen mir irgendwie auf den Sack. Hi. Fuck man, wie komme ich denn da hinten hin? Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Ich gehe einmal komplett außen. Wie komme ich auf diesen Berg? Da hinten ist eine Brücke. Könnte nützlich sein. Gehen wir halt da hoch. Ich hoffe, das klappt besser. Ich brauche einen Scale, verdammt. Ich will da einfach hochfliegen. Mann! Aber, komm schon! Ach, wir sind schon wieder hier. Oh, toll. Oh, cool, unser Level 2 Wrack. Praktisch. Okay. Gut. Versuchen wir also eine Datensonde hier hinten zu installieren. Mal sehen, was das wird. Aber ich bin jetzt wirklich auf der Suche nach dieser... Da hinten ist sie. Ja, sehr schön. Was seid ihr denn für Irre? Wir können doch nicht einfach in meiner Datensonde rumstehen. Seid ihr scheiß oder was? Ja, willst du mal Knockdown haben? Ja, Mann, warum funktioniert dieser scheiß Knockdown nie? So. Darf ich mal. Ich hab jetzt mit Zielzwang hier. Du auch. Der schwankt schon, aber ich krieg ihn doch nicht. Ich kann ihn gerade nicht umkicken. Hi. Guck mich mal an. So. Okay. Egal. Wie auch immer ich das getan habe. Gut, ich habe eine Forschungszone aktiv. Hätte ich nur warten müssen. Cool.
Alles klar. Und noch eine Extrasonde. Was denn los? Förderleistung C, Einnahmen E, Kampfunterstützung B. Das heißt, Sonde ändern auf... Mach mal Forschung. Will er nicht so? Was ist, wenn ich eine Forschungs-, wenn ich eine Fördersonde draus mache? Einnahmen minus 170 und Förderleistung aber plus 70. Aber die Einnahmen würden sinken, also lassen wir es so. Ich meine, ich habe ja alles, was ich wollte, oder? Das heißt, wir machen jetzt eine Schnellreise zurück nach zum Verwaltungsbezirk, wo dieser nette Herr auf uns wartet, damit ich ihm sagen kann, dass ich alle seine drei Missionen vor ihm erledigt habe und er scheiße ist. Ist das, vielleicht legitim? Ja? Wo bist du? Ah, da. H.B. Pathfinder. Verdammter Bengel. Finally back, are you? I fully understand that you aren't finished yet, but something's taken precedence. However, I'll be good enough to offer an extension on our little contest in the meantime. Sage, ach, Hector hieß er. Bist du sehr wohl schon fertig bist. Yes, I realize you... What? Done? As in completed? Yeah? Well, naturally, I completed them as well, so... I suppose it's not impossible? Still... Warum waren die Missionen dann nicht fertig? Shock. It seems my initial assessment of you may have been lacking. Perhaps it would be best to brief you on this mission. One of our citizens was cornered by hostile indigens in a cavern and attacked. He is a scientist of most considerable repute. New LA cannot afford to lose his talents. Do you understand? Even a moment's delay on our part could risk the future of human technology. Dann laber ich. Komm in mein Team und wir machen das. I'm certain someone of your proficiency will only hold me back a little. Ja, wir helfen. Excellent. Let us set out immediately. I'm taking a risk on you, you know. I hope you will not disappoint. Ja, ja. Bastard. Protector plus, hä? Huh? Gut. Gut. Dann kannst du also Schaden fressen. Guter Mann. Alles klar, Sir. Wo geht's hin? Wir wollen... Oh, in einen anderen Kontinent. Dann werden wir eine Schnellreise fortsetzen zu Knotenpunkt 903. Und werden mal sehen, wie wir zu diesem anderen Kontinent kommen. Ich werde spaßeshalber nochmal auf die Karte gucken, aber wir waren noch nie da. Also werde ich wohl keinen Schnellreisepunkt setzen können? Nein. Schade. Zentrieren wir die Karte wieder auf uns. Zoomen ein wenig raus. Nein, wir zoomen ein wenig rein. Tja, ich fürchte, Schwimmen ist angesagt, Leute. Ich weiß, ich hasse Wasser auch. Aber es geht wohl nicht anders. Der ist natürlich grandios. Vor allem, weil wir durch ein paar rote Gebiete müssen. Das heißt, wir definitiv auf die Fresse bekommen könnten. Oder haben wir eine Landbrücke zu dem Noctilum? Hallo. Schick. Ja, hier sieht es ja geil aus. Vor allem, was die Gegner angeht. Rostende Teiche. Ja. Toll.
Hier sind zumindest Blade-Quartiere, das ist schön. Oh hey. Ist Richtung Norden unterwegs? Es gibt zwar eine Passage durch die Berge, ich würde aber davon abraten, zu gefährlich. Darum geht das Ganze. Shit. Ja. Ich würde mal behaupten, wir sollten uns einfach auf unseren Kugelflitz verlassen und Gegner umgehen, wie Sau. Du bist Level 11, das ist schon mal besser. So viel zu umgehen. Ich hasse diese blöden Ninja-Gemüsepflanzen, Mann. Ja, komm, charge ein bisschen auf mit dem Ding. Komm schon. Volle Lunte. So. Kleiner Penner. Okay. Ach, mitten durchs Gestrüpp. Cooles Vieh. Coole Musik. Cooles Vieh, was mich bestimmt nicht sieht. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen... Oh shit, wir haben Fett. Wir haben ein bisschen Überlänge, sehe ich gerade, aber... Ich will hier nicht stoppen. Ich will hier nicht stoppen und... Sind wir schon im... Wo sind wir? Cool, wir sind schon... Auf dem anderen Kontinent. Geil. Und wir haben auch einen Schnellreisepunkt dorthin. Oh, fuck. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. What the fuck? Mein Team ist tot. Okay, ist das irgendwo safe hier? Cool. Ich meine, ja, ich könnte einfach ins Wii-Menü oder ich hätte einfach aufs Wii-Menü drücken können für Pause und so, aber... Es war halt gerade intens und cool und... You got the point. wir werden dann also hier auf diesem wunderschönen neuen Kontinent... Wie heißt der Scheiß? Ach ja, richtig. Noctilum. Das war der Kontinentname. Wie nett. Wenn wir also Ende machen müssen... Ihr könnt definitiv liken, abonnieren, kommentieren, teilen, das wäre sehr wichtig. Und abonnieren natürlich. Natürlich. Auf Facebook und Twitter gibt es uns auch noch und checkt auch noch die anderen Korinator-Malek-Projekt-basierten Videos, ja? Gut? Cool. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Blank out.